kann noch mal versuchen, ob wir den Raben von hier aus erwischen. Aber sowas von überhaupt nicht. Nee. Das heißt, wir müssen hier irgendwie durch. Das ist so blöd, dass ich jetzt hier so am Rumrätseln bin. Das bringt ja auch nichts. Das bringt ja alles nichts. Ach Mann. Was übersehe ich hier? Was übersehe ich hier? Wir sind jetzt auf jeden Fall da, ne? Wir sind jetzt in der Eisenbucht, jawohl. Wenn ich hier irgendwie nochmal auf die Mitte fahre, habe ich da irgendwas übersehen? Ist ja nicht die Mitte, ist ja hier hinten so ein Schiffchen. Irgendwas muss ich darüber sehen haben. Und was geschah, als das Pferd den Pakt mit dem Jäger einging? Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinen Rücken zu reiten. Sorry. Später mehr. Wir müssen zu Fuß weiter. Erzählst du sie später? Vielleicht. Das war jetzt ein bisschen wie immer nach der Werbung, wenn der halbe Film wiederholt wird. Seelenrisse können wir vergessen. Wir haben noch ein Portal gefunden. Das bringt uns aber, glaube ich, nichts. Hier ist, soweit ich sehe, auch nichts. So ein Loch im Boden. Hier ist eine Truhe voll mit Ranken. Hier können wir noch drüber. Nee, können wir gar nicht. Können wir hier drüber? Nee, und da hinten können wir aber auch nichts machen. Soweit kommen wir gar nicht. Komme ich da nicht irgendwie drüber? Mann, das ist die Weltenschlange. Ja, gut. Könnt ihr mal nachgucken, ob ich irgendwas finde, aber das will ich eigentlich nicht. Das ist doof. Aber so lange rumeideln bringt ja auch nichts hier. Ich check jetzt nochmal die Türme ab. Und was geschah, als das Pferd den Pakt mit dem Jäger einging? Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. So, okay, jetzt haben wir die Geschichte mal gehört. Jetzt fahre ich nochmal da hinten hin. Komme ich da überhaupt hin? Ich komme irgendwie gar nicht an dieser Schlange vorbei. Dahin nämlich. Da, guck mal, da waren wir noch nicht. Und hier auch nicht. Wir müssen irgendwie an dieser Schlange vorbeikommen. Schauen wir das von hier aus? Nein. Vergessene Höhlen. Ah, warte mal. Wohin gehen wir jetzt? Das weiß ich noch nicht, Kleiner. Wir müssen erstmal schauen, ob das was bringt, was ich hier mache.
irgendwas übersehen habe. Guck mal, das sieht so aus, als wäre da hinten... Als wäre hier ein Weg. Region, hier ist noch was unentdeckt. Nonnentruhen, Odins Raben, erledigt gefundene Artefakte. Das ist irgendwo ein Rabe auch. Aber wie kommen wir darüber? Hier geht's ja nicht. Hier liegt ein Brett, da kommt Kratos nicht drüber. Irgendwas habe ich darüber gesehen. Irgendwas habe ich hier übersehen. Ich komme da hinten nicht hin. Hier kommen wir auch nicht drauf. Wir können aber, glaube ich, noch hier rumfahren, oder? Um die Snake. Ich wünsche übrigens, das Boot hätte ein Turbo oder sowas. Es fährt zwar schon schnell, da kann man eigentlich sich nicht beschweren, aber... Jetzt gerade für dieses Rumgesuche wünschte ich echt, es hätte einen Turbo. So, pass mal auf. Das ist unten, okay. Wenn wir jetzt hier hochfahren und das Ding hat dann ein... Oh, ganz kurzen Moment bitte, bin sofort wieder da. So, sorry. Da kam ein Anruf rein. Okay, können wir jetzt hier wieder runter? Wir können hier auch nicht wieder runter. Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Ach, guck mal, hier sind aber nur drei. Ach, vielleicht können wir jetzt die entschlüsseln, die zwei haben. Weil wir ja auch zwei Scheiben haben. Ich dachte vielleicht, wir kommen jetzt hier runter. Ach Mann, ist das ärgerlich. Ach, ich doof. Ja gut, dann das auch nicht. Aber wie kriegen wir das denn jetzt raus? Kriegen wir das denn jetzt raus? Weil dann könnten wir nämlich in dieses Gebiet hier rein noch. Stehst du? Das hat ja nichts gebracht hier. Da konnten wir zwar irgendwie rein dümpeln, aber wir kommen hier nicht rein, da. Unentdeckt, unentdeckt. Ist hier noch irgendwas vielleicht? Nee. Magst du noch eine Geschichte erzählen? Kann nicht schlimmer sein als die letzte. Na schön. Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus. Also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen. Doch der Vater hielt ihn auf. Er sah, dass der Brunnen tief war und sie nicht wieder hinauskommen würden, wenn das Wasser erneut versiegen würde. Klugerweise zogen sie weiter. Das war's? Ja. Das ist keine Geschichte. Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Ich denke, die war schon fertig. Ach, Kratos. So läuft das aber nicht mit den Geschichten hier. Nee, hier ist auch. Hier sind ja auch so viele, sonst hätten wir ja. Ein Buchstabe hier und da, aber wir brauchen den Rest der Sprachscheibe. Ah. Neuen Ort gefunden. Das wird aber gar nicht markiert irgendwie, ne? Das sagt mir doch schon irgendwie, dass wir hierhin wieder sowieso zurück müssen. Und hier bringt uns gar nichts. Ah, das ist ja ein Träumchen ist das hier. Oder bringt das was insofern, dass wir andere damit beeinflussen? Also die anderen Tore.
Ein Boot haben wir hier auch, oder? Ja. Glaube ich aber nicht. Wir hätten einen Hinweis gekriegt. Die sind zu weit auseinander, als dass wir mitkriegen würden, dass irgendwas passiert. Wir hätten einen Hinweis gekriegt. Wo geht's da lang? Da geht's da wieder rein. Hier haben wir aber ein paar Sachen haben wir noch unentdeckt. Ja gut, aber eigentlich waren wir überall. Guck mal hier. Hier sieht das noch so vernebelt aus. Das können wir noch aufdecken, oder? Ah, Tatsache, kleiner. Also ging der Frosch und sein Sohn einfach wieder weg? Wäre der Sohn reingesprungen, wäre es nicht. Dann säße er fest und würde verhungern und der Vater könnte nichts tun. Siehst du, das ist eine Geschichte. War doch noch nicht zu Ende, ja, okay. Hier können wir auch nichts machen, außer anlegen und hochgehen. Und da hinten ist ja kein Anlegepunkt mehr, oder? Wir müssen auf jeden Fall irgendwas noch machen hier. Hier sind keine Anlegepunkte. Ach doch, jetzt haben wir... Wieso hatten der hier unten das Ding nicht aktiviert? Müssen wir da doch nochmal hin? Och nein, bitte nicht. Die Rabenklippen. Waren wir da nicht schon? Da waren wir da eben noch, oder nicht? Klar waren wir da. Ist noch so viel unentdeckt. Hier waren wir doch. Wieso ist denn hier noch Region Rabenklippen? Was ist denn hier noch so viel unentdeckt, sag mal? Gibt's doch gar nicht. Ah. Kommen wir da jetzt hoch? Oh. Wie doof. Da war ich zu fixiert auf den Mittelpunkt. Was, dass ich das gesehen habe? Naja, gut. Dann geht's hier noch ein Stückchen weiter. Sorry, wenn es euch jetzt geärgert hat, dass ich das übersehen habe. Aber ich war zu fixiert auf die Story jetzt. Und da ist eine Chiffre schon wieder. Lass uns die gegen was tauschen. Artefakt-Set, komplett geil. Hätten wir auch schneller haben können. Aber na gut, ganz so schlimm war es ja nicht. Was ist das denn jetzt hier? Zwei Dinge sind immer noch unentdeckt. Rabe haben wir, gefundene Artefakte haben wir. Was ist denn hier noch unentdeckt? Ich meine, da hinten ist ja auch noch... Hier, guck mal. Da geht es auf jeden Fall auch noch hoch. Aber wie kommt man da hin? Kann ich da durch? Da kann ich auch nicht durchfahren. Was ist denn das für ein mieses Zeugs hier?
kann ich auch nicht sehen, ob wir da durchkommen. Ich will nicht Kratos markieren. Guck mal, da oben auch noch. Da oben ist auch noch was. Interessant. Vielleicht kommen wir aber auch nur von der einen Seite dahin. Das hier ist die Rückseite oder so. Diese grünen Dinger. Weiß ich auch noch nicht, was wir damit machen. Ich sehe Beute da oben. Ich sehe Beute da oben. Ja. Da müssen wir aber. Wie fährst du denn, Jung? Müssen wir aber vielleicht. Noch eine Geschichte? Nein. Eine noch. Es war einmal ein junger Mann, der wegen Diebstahls zum Tode verurteilt wurde. Seine Mutter besuchte ihn im Gefängnis. Sie war eine gütige Frau und sehr liebevoll. Doch ihr Sohn, der Dieb, war aufbrausend und... Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich will noch gucken, warum wir hier nicht weiterkommen. Jetzt zur Höhle. Unentdeckt, unentdeckt. Ich fahr nochmal... Das ist ja generell See der Neun. Hier haben wir die Region Eisenbucht und da kommen wir aber einfach nicht weiter. Ich weiß nicht warum. Was ist das denn hier? Ich will nochmal eben hier hin. Und biss ihr ein Ohr ab. Was? Warum? Denn der Junge war schon immer ein Dieb gewesen. Und seine Mutter hatte ihm nur Liebe gelehrt und keine Konsequenzen. Hätte er stattdessen Disziplin gelernt, hätte er vielleicht länger gelebt. Schon, aber ihr Ohr, das geht doch nicht. Das Ohr abgebissen. Ja, schön, dass ihr so eure Geschichten erzählen könnt. Ich habe hier gerade keinen Plan, wie es weitergeht. Da ist schon wieder dieses Boot, haben die eben auch gesagt. Kannst du echt gut Hacksilber farmen, ne? Das habe ich aber schon entdeckt hier, oder? Nee. Das habe ich noch nicht entdeckt. Warum? Ohne die ganze Schüssel kann ich das nicht lesen. Weil ich eben gestorben war, oder was? Wahrscheinlich. Muspelheim-Tor, da kommen wir gar nicht hoch. Eisenbucht kommen wir nicht weiter. Dock Todesinsel, da war nichts mehr. Hier kommen wir nicht hin, weil die Schlange im Weg ist. Und hier ist gar nichts, guck mal. Warum man da nicht hochkommt, weiß ich auch nicht. Hier kommt man so überhaupt nicht hoch. Neues Dock auf, ja super. Schön. Einwandfrei, das Dock da hinten, aber da komme ich nicht dran. Asgard-Turm. Da komme ich nicht dran, weil die Schlange hier liegt. Obwohl wir eigentlich auch auf die Schlange drauf gehen könnten und dann, ne? Aber naja. Spielelogik. Hier kommen wir nirgendwo weiter.
Können jetzt da reinfahren, aber nach links kommen wir auch nicht weiter. Zumindest nicht weit, sisse. Da kommen wir nur hier hin und von hier aus kommen wir gar nicht weiter. Wir kommen nicht dort auf die andere Seite. Wir kommen auch nicht da hoch. Noch eine Geschichte? Nein. Na schön. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Später mehr. Wir müssen zu Fuß weiter. Erzählst du sie später? Vielleicht. Ja. Da hinten, da würde ich gerne hin. Geht aber nicht. Hier komme ich auch nirgendwo drauf. Da komme ich nicht runter. Ich bin gerade echt überfragt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt schon zum dritten Mal hier rum. Moment, wir sind hier. Und wir kommen nicht da drauf. Ich hatte gehofft, wir kommen vielleicht hier hoch, da runter und dann hier rein. Aber geht leider auch nicht. Ich kann nicht weiter ranzoomen. Und hier kommen wir auch nicht drauf. Wir haben hier noch die Eisenbucht, da ist noch vieles unentdeckt, aber da kommen wir nicht weiter, weil uns Felsblöcke den Weg versperren. Und hier und da ist sonst nichts. So, ich gucke jetzt nochmal einmal da, obwohl ich da eben schon war. Und sonst muss ich mir echt mal erstmal Gedanken machen, wie wir hier weiterkommen. Weil, ganz ehrlich, das bringt ja so auch nichts. Ich kann jetzt anfangen, hier jeden Pixel irgendwie abzusuchen, aber... Also entweder ich übersehe was absolut Gravierendes. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz. Nicht seitwärts, wie es seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie... Ja, das hat er gesagt. Das war die Geschichte. Verstehe. Okay, das ist unten. Wir sind jetzt da. Das ist unten. War das hier hinten auch unten? Dass ich da nicht runterkam? Ja, ne? Das ist auch unten. Da kriegst du doch echt die Pimpernellen. Kriegt man das nicht hier irgendwie hoch? Wir könnten doch jetzt einfach da runterspringen und dann da weiterfahren. Aber nein, das Spiel verweigert es mir. Das Spiel möchte nicht, dass ich da runterspringe. Warum? Warum möchte das Spiel nicht, dass ich da... Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachschale. Ja, wir brauchen noch den vierten Teil und den... Ja, haben wir leider nicht. Also wir haben erst drei, aber den vierten haben wir nicht. Und deswegen möchte das Spiel auch nicht, dass wir da runterspringen und da einfach mit dem Boot weiterfahren. Weil da unten noch ein Boot ist und wir könnten das Ding ja dann auch hochlassen. Das Spiel möchte halt, dass wir hier nach und nach irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Das ist die Hauptquest, wir kommen da aber nicht durch. Und, Rabenklippen waren wir. Höhlen. Was ist das denn hier? Achso, das sind die beiden. Aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Glaube ich zumindest. Oder? Das ist ein riesiger Hammer. Vedergard. Vedergard. Nur noch ein bisschen was. Vielleicht einzelne Truhen oder so. Ich habe keine Ahnung. Steinfall. Nee, ich weiß es gerade nicht. Dann mache ich jetzt mal hier Schluss und guck mal, ob ich es irgendwie rausfinden kann, wie es hier weitergeht, bevor wir noch ewig auf diesem See ohne Clou rumfahren. Ein bisschen haben wir was geschafft, aber nö.
machen wir das so und ja, gleich kommt auch mein Essen, das passt dann und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann, macht das gut. Tschüss.